Eiche. Eiche ist eine Pflanzengattung. Eiche ist ein großartiger Baum in verschiedenen Arten. Eiche ist insbesondere ein Baum, der sehr alt werden kann, sehr groß werden kann. Eiche kann bis zu 50 Meter hoch werden. Es gibt bis zu 600 verschiedene Arten. Eiche ist der wichtigste Laubbaum auf der ganzen Nordhalbkugel. Eiche wächst insbesondere in Mischwäldern. Steht auch Eiche dafür, dass es eine große Variabilität gibt. Die Eiche ist ein wichtiges Holz. Eiche ist ein hartes Holz. Eiche ist ein wertvolles Bau- und Konstruktionsholz, aber auch für Fenster, Türen, Fachwerke, Treppen und so weiter. Eiche wird auch verwendet für Fässer, Parkettfußboden und für Möbel. Aus der Borke der Korkeiche wird Kork gewonnen. Und die Eichenfrüchte, die sogenannten Eicheln, dienen als Nahrungsquelle für viele Wildtiere. Eicheln sind auch traditionelles Tierfutter für Schweine und Pferde. Und auch Menschen können auch Eicheln essen. Eiche erkennt man am sichersten durch die Blätter. Es gibt ganz typische Eichenblätter, anhand derer man die Eiche gut erkennen kann. Sowohl getrocknet wie auch frisch kann man die Eichenblätter gut erkennen. Und eben man kann auch die Eiche erkennen anhand der Eicheln. Die Eicheln sind eben auch sehr charakteristisches Aussehen. Vermutlich ist die Eiche der am leichtesten identifizierbare Baum. Eichen in der Naturheilkunde. In der Naturheilkunde kann zum Beispiel die junge Rinde von Eichen verwendet werden. Sie gilt als zusammenziehend und entzündungshemmend. In der Bachblütentherapie gibt es ein Heilmittel namens Oak, es ist die Nummer 22, und die soll helfen für mehr Klarheit, für Stärke und Durchhaltevermögen. Eicheln selbst sind essbar, wenn sie reif sind und vorher mit Wasserbädern entbittert wurden. Unreife Eicheln gelten als giftig. Eicheln kann man für die Eicheln kann man auch die Blätter nehmen, aber insbesondere nimmt man Eichenrinden. Es gibt zum Beispiel Eichenrinder-Vollbäder. Man kann Eichenrinder-Vollbäder nutzen. Diese kann man bei verschiedenen Erkrankungen verwenden. Man kann Eichen auch verwenden als Droge. Man nimmt zum Beispiel 2 Esslöffel zerkleinerte Eichenrinde und kocht diese mit 500 Milliliter eine Viertelstunde lang. Dann gießt man ab und durchseiht das Ganze. Und danach kann man das verwenden in Sitzbädern oder in Vollbädern oder eben auch auf Hautverletzungen. Die Droge wirkt also adstringierend und virustatisch. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass Eichenrinde auch Kontraindikationen und Wechselwirkung hat, weshalb man Eichenrinde nicht selbstständig verwenden soll zur Behandlung von Krankheiten. Denn Eichenrinde kann auch Probleme bereiten bei bestimmten Hautverletzungen oder bei Herzinsuffizienz, bei Hypertonie oder bei manchen Infektionen, Erkrankungen. Eiche in der Spiritualität. Die Eiche ist in vielen alten Kulturen als heiliger Baum angesehen worden. Eiche galt als Lebensbaum, Eiche galt als Gerichtsbaum. Eiche ist insbesondere ein weiser Vaterbaum. Manchmal gilt die Eiche aber auch als Königin der Bäume. Eiche steht für Standhaftigkeit, für Ehrlichkeit, für Treue, für Festigkeit. Meistens gilt die Eiche als Symbol der Männlichkeit und die väterliche Weisheit.
Die Eicheln und Blätter werden oft verwendet als Symbole auf Wappen oder auf Abzeichen. Das keltische Baumhoroskop sagt auch etwas aus über Eiche. Dort wird nämlich gesagt, dass die unter der Eiche geborenen Lebenskraft haben und Stärke haben. Sie haben eine Bodenständigkeit, eine Tapferkeit, sind mutig und treu. Die unter der Eiche Geborenen können auch mit Konflikten umgehen und sind friedfertig. Vor einer Weile hat man auch gesagt, dass die Eiche der Baum der Deutschen ist, die deutsche Eiche beständig und ruhig. Allerdings gibt es auch einen anderen Baum, der für die, der letztlich die deutsche Mystik steht, die romantische Seite, nämlich die Linde. Die Eiche ist mehr fest und stark, die Linde ist mehr etwas romantisch, insbesondere der Lindenduft und auch der Duft der Lindenblätter hat eine besondere Schönheit und Faszination.